Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Meine Stimme ist kaputt. Hallo? Zu einem neuen Part Pokémon Egglock. Yay! Wir sind gerade hier im Haus der Seegers. Und ich habe die Tochter fertig gemacht und sie findet das gemein. Und sie heult jetzt. Super. Jetzt kommt die Omi und verprügelt mich. Wie konntest du meine Enkelin nur zum Weinen bringen? Schäm dich! Dafür werde ich deine Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen. Mach dich auf was gefasst. Ups. Hilfe. Wenn ich ab sofort keine Videos mache, dann wisst ihr, was mit mir passiert ist. Omi hat mich kaputt gemacht und mich verschwinden lassen. Vicky. Ah nein, das war die mit dem Meditier. Ich hoffe, das kann kein Donnerschlag, aber ich befürchte schon. Wir blubstrahlen es einfach, bevor es irgendwas tun kann. Shit. Ach, es setzt nur Meditation ein. Alles gut. Und zu Tode geblubstrahlt. Tschüssi. Das ging schnell. Oh, du bist stark. Meine Enkelin hatte recht. Weint sie jetzt auch? Wenn du es nicht allzu eilig hast, dann komm doch kurz mit rein. Nie danke. Tschüss. Okay. Ich will ja mal nicht so sein, ne? Trainer, die ihre Pokémon so meisterhaft einsetzen wie du, sieht man selten. Aber ich muss auch leider sagen, dass mein Sohn stärker ist als du. Was war das? Hat mein Handy vibriert? Egal. Mami ist stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami. Und Omi ist stärker als ich. Und mein großer Bruder ist noch viel stärker als Omi. In meiner Familie statten wir Pokémon mit Macho-Bändern aus, um den Trainingseffekt noch weiter zu erhöhen. Da du meine gesamte Familie besiegt hast, brauchst du es wahrscheinlich gar nicht. Aber wir können dir dieses Macho-Band trotzdem gerne schenken. Yay. Ein Macho-Band. Meine Familie ist sehr leidenschaftlich, wenn es um Pokémon-Kämpfe geht. Omi guckt die ganze Zeit den Pokal an. Ho, das waren noch Zeiten damals. Es steht außer Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meine Enkelin antreten willst, wird dir das nur Tränen der Frustration bringen. Ach, Enkel, Entschuldigung. Er ist viel stärker als jeder Trainer, der unsere Familie kennt. Meine Enkel müsste jetzt gerade dabei sein, den Champ der Pokémon-Liga herauszufordern. Wie ich meinen Enkel kenne, könnte er mittlerweile sogar schon der neue Champ sein. Hm. Warum kann ich die nicht anklicken, die Pokale? Gemein. Ja, interessant. Interessante Familie. Hier gibt es nichts mehr? Na gut. Dann machen wir Zertrümmerer und eigentlich sollte ich meine Pokémon vielleicht heilen. Dann machen wir nicht Zertrümmerer. Ey, gehst du mir wohl aus dem Weg? Unhöflich. Wenn die sieht, dass ich mit dem Fahrrad fahre, dann soll sie doch aus dem Weg gehen. Schlimm. Hallo, Pokémon Center. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ich lese das schon wieder aus Versehen vor. Ich bin gerade so im Vorlesen drin. Tschüss. Ich bin dann mal wieder weg. Fahrrad. Das ist so schön, dass ich jetzt ein Fahrrad habe. Es geht so viel schneller. So sehr ich am Anfang die Inline-Skater in X und Y gehasst habe, so sehr vermisse ich sie jetzt in diesem Spiel. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich die wirklich vermissen würde. Aber sie sind echt nicht schlecht. Hallo, willst du kämpfen? Ich kann nicht treffen. Okay, anscheinend nicht. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst... Selber! Trainier deine Pokémon selber besser. Du Arsch, traust dich ja nicht mal mit mir zu kämpfen, ne? Ha? Ha, was willst du eigentlich? Oh, das ist das Kamerateam. Hallihallo. Oh, stark aussehender Trainer in Sicht. Okay, Kamera, beginnen wir mit dem Dreh. Ja. Yeah.
Interviewer Pia und Udo. Flummel und Magnetilo. Na, ja, passt doch. Und Glut auf. Das Stahl-Pokémon, das freut sich, wenn wir es einschmelzen. Da mache ich mir ein Stolunio draus. Na, wie viel zieht das ab? Ja, geht doch. Ah, macht Fiona nichts aus. Fiona ist hart im Nehmen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Fiona ein so starkes Pokémon ist. Ehrlich, dass das so viel aushält und so viel einstecken kann. Ich meine, das war ein sehr effektiver Donnerblitz. Warum macht ihm das nichts? Funkensprung war es nur, ne? Warum macht ihm das trotzdem nichts? Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer. Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Das ist unser Durchbruch. Yay, ihr habt mich entdeckt. So cool. Das war sagenhaft. Ich bin komplett sprachlos. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest auch du uns ein kurzes Interview geben? Okay. Wirklich? Großartig, danke. Also, könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Was geht in mir vor? Habe ich einen Stift? Ja. Ja. Loser. Ausrufezeichen. Das geht in mir vor. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. Was? Meine Sendung wird im Videonavi ausgestrahlt? Ja. Yeah. Nein. Oh, also eben erreicht uns Neuigkeiten zum Nachwuchstalent gesehen, ja. Oh. Scheiß Nachrichten. Ich sprühe nur so vor Energie. Und meine Pokémon natürlich auch. Natürlich. Na, was hast du für uns? Ein Sandan. Ich habe Fiona immer noch vorne. Das ist ganz praktisch. Nicht schlecht. So, oh. Aus Versehen habe ich jetzt Blubber eingesetzt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay, es reicht trotzdem. War also gar nicht so schlimm. Oh wow, er hatte nur Sandan. Oh, tja, das hat sich wohl ausgesprüht. Ja. Na gut. Hier oben kommt die Wüste, durch die wir noch nicht durch können, weil wir keine Brille haben. Weil einem ja Sand in die Augen fliegen könnte. So sehr stellt sie sich an. Ach, er will gar nicht kämpfen. Oh, hey. Hä? Ach, du bist Miri. Schau mal, das dort ist der Schlotberg. Schöne Perspektive. Thumbnail. Ich denke eh nicht dran, also wird es nicht das Thumbnail. Tut mir leid. Wie soll ich sagen? Der Anblick haut einen schon um. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn zum Gipfel fahren. Dein Pokémon-Team sieht etwas erschöpft aus, Miri. Ich mache es wieder fit für dich. Ja, ich wollte gerade zurück zum Pokémon-Center rennen, aber das ist natürlich viel besser. Dein Team wurde vollständig geheilt. Das habe ich noch für dich. Stärke. Du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb eines Kampfes kann sie erst dann eingesetzt werden, wenn man den Orden der Arena von Bad Lavastadt hat. Denk dran. Och, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Muss halt nach Laubwechselfelden, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann, Miri, ich sollte weitergehen. Aber beim nächsten Mal kämpfen wir wieder, ja? Ja. Ach, er darf schon durch die Wüste laufen. Ein neues Routen-Pokémon. Er ist Trainer oder Routen-Pokémon?
Trainer oder Routentrainer? Ich bin ein starker Junge. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ja, das sagen sie alle und nachher heulen sie trotzdem, wenn ich ihnen das Geld abnehme, nachdem ich ihre Pokémon besiegt habe. Hallihallo, Schwalbin. Ich sollte, glaube ich, wieder Kindwurm nach vorne setzen, dass es ein bisschen levelt. So wird das nämlich irgendwie nix. Ein Zubat. Damit wird Kindwurm fertig. Kindwurm, wehe, du wirst nicht damit fertig. Level 18. Schaffen wir das? Ja. Das war nicht schlecht. Muss man mal sagen. Kindwurm entwickelt sich genauso wie Larvitar erst auf Level 30. Das heißt, noch unter 10 Level, dann haben wir endlich die entwickelten Dinger. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Oh, ihr Schluchz. Oh. Gibt's da noch einen Trainer? Hey! Bei einem Picknick kann ich gar nicht anders. Da gehört ein bisschen Singen einfach dazu. Komm, wir stimmen gemeinsam ein Liedchen an. Nein, danke. Nee, du musst nicht sein. Und sei dein Schluckhook auch wie süß. Gegen Gift? Habe ich irgendwas gegen Gift dabei? Oh, wow, es hat die Initiative gesenkt. Ich wusste gar nicht, dass Blubstrahl das macht, weil der Effekt wahrscheinlich so selten auftritt. Naja, ist okay. Habe ich kein Problem mit. Tschüss. Och, fast. Ganz fast. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Ja. Ich habe gut gekämpft, finde ich auch. Roten Pokémon! Und was ist es? Was wird es sein? Ach. Was sonst? Ich habe nicht wirklich was, was ich... Kindwurm, schaffst du das, das nicht zu töten? Es ist 6 Level unter dir. Nicht 16, aber fast. Nicht Intensität, vor allem nicht Intensität 10. Was ist denn falsch mit dir? Ach du meine Güte. Das hat aber viel Schaden gemacht. Kamau. Kamau, hast du irgendwas dazu zu sagen? Na gut, dann setzen wir direkt Bälle ein. Na komm schon. 1, 2, 3. Ja, nein. Das war so knapp. Was sollte denn das? Wie kann denn das passieren? Es war doch schon drin. So ein Kack. Hau dich selbst. Danke. Raveskamau. So. Puh, die fange ich nur in einem Pokéball dafür, dass du so scheiße bist. 1. Mist. Wie kann denn das nach einer Runde schon nicht mehr verwirrt sein? Was soll denn das? Wie unfair ist das? Meine Pokémon sind immer hunderte Runden verwirrt. Und dieses blöde, wilde Kamau bist einfach einmal verwirrt. Einmal. Und danach nie wieder. Kamaub. Kamaub, jetzt mach mal nicht so einen Aufstand. Bitte. Lass dich einfach ganz locker fangen. Fände ich super. 1, 2, 3. Boah. Also so langsam ist es mir auf die Nerven gegangen. Aber dafür ein Level Up. Schön. Ich würde aber auch sagen, wir beenden an dieser Stelle den heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, dann
kommt morgen wieder vorbei. Bis dahin macht's gut. Und tschüss.